Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution in Amerika. Wir sind im neuen Jahr 2034 angekommen und wir haben beim letzten Mal ernüchternd mit der Ernüchterung festgestellt, dass uns so ein bisschen die Mittel ausgehen, um den CO2-Ausstoß zu senken. Huch, eben warst du bei 34, jetzt auf einmal bei 100%. Ich habe eben schon mal geguckt aufs Budget und auf einmal war es viel höher. Das ist manchmal sehr merkwürdig. Moment, wie sieht's denn aus? Also das ging nicht mehr wirklich weiter runter. Gut, Problem ist auch, wir haben ein krasses Bevölkerungswachstum. Wenn wir das nicht hätten, dann hätten wir ein bisschen mehr Erfolg. Aber gut, so ist das eben. Aber wir sind für unsere Bevölkerung ganz gut dabei. Krasser Wirtschaftseinbruch letztes Jahr, wie man sieht. Und die Beliebtheit ist eingebrochen, warum auch immer. Moment, ich muss mal kurz was unternehmen, um die wieder zu erhöhen. Machen wir mal eben um 10%, 10 Millionen höher. So. Weil die komischerweise Blitzer mögen. Nicht wahr? Ja, genau. Wirkungsförderung, nö. Ich würde im Zweifelsfall einfach nochmal einen Moment warten. Generell so, wie sich alles entwickelt. Wäre jetzt meine Idee gewesen. Ich hatte auch in der Zwischenzeit nochmal ein bisschen so einen Testlauf gemacht, ne, was man so machen könnte. Wie sich das alles entwickelt im Laufe des Jahres. Und wie gesagt, es bleibt so, dass ich bezüglich Umwelt keine Idee mehr habe, weil wenn wir überlegen, wir haben schon dafür gesorgt, dass die Leute auf Elektrofahrzeuge umsteigen, das haben wir schon hingekriegt, dann haben wir unsere Energiewende so hingekriegt, dass wir nur noch erneuerbare Energien haben, das hat auch alles funktioniert. Wir haben das Maximum aus den diesen CO2-Bindungsdingern da, wie heißen die nochmal? Hier, Bindung von CO2 in der Luft, Bindung von CO2 an einer Emissionsquelle, haben wir beides so ausgereizt, bis es weiteres Bauen keinen Effekt mehr hat. Also das haben wir auch ausgeschöpft. Wir haben alles ausgeschöpft, was mir eingefallen ist. Schlussendlich habe ich mir noch so mehr oder weniger Dinge aus den Fingern gesaugt, kann man sagen, indem ich gesagt habe, okay, wir schließen alle Sektoren, die was mit Brennstoffen zu tun haben, also fossilen Brennstoffen, und alles, was mit Tierzucht zu tun hat, um die Leute zum Veganismus zu zwingen quasi, weil Tierzucht ja auch für schädliche Gase verantwortlich ist. Aber das alles, also wir dürften jetzt theoretisch keine Tierzucht mehr im Lande haben, wir dürften keine fossilen Brennstoffe mehr im Lande haben. Aber das alles hat nur die Wirtschaft geschwächt, aber hat auf unsere CO2-Bilanz keinen Einfluss gehabt, leider. Also das ist, ja, ich würde behaupten, ja, inkonsequent programmiert quasi, dass sie die Konsequenzen davon nicht ganz einprogrammiert haben, was schade ist. Aber ja, darüber hinaus habe ich jetzt keine Idee mehr. Es kam die Idee, hier in dem Transportbereich Sachen abzureißen. Ne? Das geht aber nicht. Man kann nur bauen, man kann nichts abreißen. Das ist so ein bisschen der Haken dabei. Also das fällt leider auch weg, da Infrastruktur, also Flughäfen zu schließen oder sowas, weil Luftfahrt ja extrem viel verbraucht. Das geht leider nicht, weil man die nicht abreißen kann. Das ist auch ernüchternd. Was ich aber auch noch festgestellt habe, unsere Inflation, die ist gerade nach oben gegangen. Ach, die macht aber gerade eine Pause. Wie sie aussieht, geht sie wieder runter. Das will ich mal weiter beobachten, wie es mit unserer Inflation aussieht. Und leider haben wir so das Gefühl, also habe ich das Gefühl, dass wir auch mit dem Bug zu kämpfen haben, dass unsere Hyperloop-Linien nicht fertig werden. Die sind jetzt schon seit so vielen Jahren im Bau und noch nicht mal die kürzesten sind fertig geworden. Oder wurde irgendwie die Bauzeit von allen addiert, sodass wir jetzt warten müssen, bis nacheinander irgendwie alles fertig gebaut wurde, was eigentlich auch nicht sein kann, weil wir haben ja
tausende, Millionen Arbeiter, oder kann man schon sagen, die da parallel daran arbeiten, dass die einzelnen Strecken fertig werden. Aber die werden nicht fertig. Das ist ärgerlich. Ja. Extreme Armut aus... Ach ja, das ist auch noch interessant. Das gereicht unserem Land zur Ehre. Und zwar... gut, da kann man hier auf die Wohnungslosen vielleicht auch... falsches Menü gewesen. Auf die Wohnungslosen gucken. Die sinken nämlich, die gehen immer weiter runter. Man kann auf die... Oder man hat man da eine Statistik? Nee, keine weltweite Statistik. Aber... Für die Größe unseres Landes haben wir auf jeden Fall einen guten Wert. Besser wird's zu sehen, wenn wir hier hingehen. 1,26%. Wir sind das zweitbeste Land der Welt. Also können wir vielleicht noch Malaysia einholen und kriegen dann die niedrigste Armutsquote der Welt. Das ist vielleicht noch drin, wenn wir hier weitermachen. Also einfach laufen lassen, weil es entwickelt sich halt schon in die richtige Richtung. Da muss man erstmal gar nicht so viel tun dafür. Deswegen hätte ich jetzt auch einfach gewartet erstmal einen Moment, wie sich das alles entwickelt. Wie gesagt, ich will auch noch wissen, wie sich die Inflation entwickelt und vielleicht allgemein mal so ein bisschen Ruhe einkehren lassen in das Spiel. Bionisches Gehirninterface. Herr Präsident, unsere Teams haben ein neues Interface eines bionischen Holoprozessors Gehirnzellen geschaffen. Es kann direkt die Aktivitäten bestimmter Hirnregionen beeinflussen. Dieses Interface kann Bilder im Gehirn erzeugen, bestehende Bilder wieder erstellen und mit den kognitiven Fähigkeiten des Gehirns arbeiten. Wir sind die Ersten, die diese Entdeckung gemacht haben. Cool. Schön, schön. Ja, also wie gesagt, was den Hyperloop angeht, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es ein Bug sein könnte, dass der nicht fertig wird, weil eigentlich müsste das schon fertig sein, zumindest die ersten Linien. Aber vielleicht sogar schon alles, ich weiß es nicht. Also, ja, eigentlich ist mir ein Rätsel, wie das so lange dauern kann. Ja, mach halt. Genau, und dann nicht zu vergessen, es ist ja jetzt auch, die neue Version des Politik-Simulators Power and Revolution rausgekommen. Die 21er Version, auch auf Deutsch. Und da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf. Mein Plan ist auf jeden Fall, ein neues Projekt anzufangen, wenn ich das in die Finger kriege. Ich weiß nur noch nicht, ob ich dieses Projekt hier weiterführen will und kann. Also man merkt ja schon so ein bisschen, es ist so ein bisschen eingefahren, das Projekt, weil mir fallen nicht mehr wirklich Dinge ein, die man machen könnte, außer halt warten und gucken, wie sich Sachen entwickeln. Das ist halt schon ein bisschen so schade. Ansonsten, ja... Aber andererseits würde ich halt auch wirklich gerne sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich weiß aber auch nicht, das ist auch so eine Sache, ich weiß nicht, wie sich der Spielstand mit der neuen Spielversion verhält. Ich weiß nicht, ob das sich miteinander verträgt, ob wir hier weiterspielen können, wenn wir die neue Spielversion haben. Es kann sein, dass uns dadurch ein Ende aufgezwungen wird. Deswegen warne ich an der Stelle schon mal vor. Kaufkraftverlust sinkt auf dramatisches Niveau. Das ist natürlich nicht gut. Ja, na gut, die Kaufkraft war schon schlechter, aber sie geht wieder runter. Das ist das Doofe dabei. Ansonsten bin ich am Überlegen, ob man mal nicht viel politisch gesehen den ganzen Kram wieder lockern sollte, dass wir mehr Freiheit erlauben, dass wir mehr Demokratie wagen. Ja, das ist so eine Frage, die ich mir auch stelle. Das ist halt aber was ich mir überlege, das sollte man tun, wenn man sich sicher ist, dass man die großen Dinge im Lande schon angepackt hat, ne? Dass man da nichts mehr ändern muss. Weil, wenn ich jetzt das Parlament wieder abstimmen lasse, dann kann es natürlich sein, dass sie mir einen Strich durch die Rechnung machen, ne? Das ist klar. Vielleicht warten wir erstmal noch einen Moment, wie sich alles entwickelt und dann fassen wir neue Entschlüsse, so. So rum sagt man das. Wir schließen nicht neue Entfasse. Ja.
Aber ich bin echt mal gespannt. Wie gesagt, ich habe schon eine Idee für ein neues Projekt, was ich mit dem 21er gerne machen würde. Gut, mein erster Gedanke war, das direkt noch im 20er zu machen, weil ich nicht wusste, wann der 21er rauskommt. Aber ja, das würden wir dann halt im 21er machen. Ich verrate es halt noch nicht genau, worum es geht. Ich meine, so Entschlüsse können sich immer ändern. Ich will ja niemanden enttäuschen und vielleicht ein bisschen die Vorfreude aufrechterhalten, ne? Aber ja. Bin echt mal gespannt. Also wenn das wird, was ich mir vorgenommen habe, Stand jetzt, könnte es nochmal eine schöne Herausforderung werden. Bin ich echt mal gespannt. So, wir haben Medaillen gewonnen in Mailand bei den Olympischen Spielen. Die meisten, so wie ich das verstanden habe. Das ist schon mal sehr gut. Wie sieht es denn bei der Inflation aus? Jetzt haben wir ein paar Tage weitergeklickt. Geht die wieder? Ah, die geht wieder runter. Ah, bleibt stabil. Was ich halt interessant finde, ich hatte halt was getestet. Ich habe, gut, man muss sagen, als ich diese Tests gemacht habe, das ist jetzt schon wieder eine Weile her. Aber ich hatte halt verschiedene Dinge getestet. Die waren halt wieder sehr belastend für die Wirtschaft. Wie so vieles ist, was ich mache. Ja, da ist die Inflation noch krass weiter angestiegen. So auf, was weiß ich, wie viel Prozent? 50% oder sowas? Und ist dann halt irgendwann wieder von alleine gesunken, ohne dass ich was gemacht habe. Deswegen. Jetzt sinkt die halt früher wieder ab, was ich interessant finde. Bleibt aber anscheinend auch erstmal stabil, was ich auch interessant finde. Und es sind so viele Dinge, die ich mir nicht so ganz erklären kann, aber die nimmt man dann so hin, ne? Der Burkina Faso-Mensch möchte sich mit uns treffen. So, wie sieht's aus? Na doch, es geht wieder runter. Interessant, da stand jetzt wieder 38% Budgetüberschuss. Aber da stand doch sonst was von 100%. Na, komisch. Die Wohnungslosen gehen immer weiter runter. Damit meine ich nicht die Menschen, sondern die Zahl der Menschen. Ach ja, schön. Aber wie gesagt, das ist auch sowas, wo ich mich freue, dass wir da die niedrigste Armutsquote haben der Welt. Da sind wir nicht mehr weit von entfernt. Frage mich auch, warum es ausgerechnet Malaysia ist, die da am besten abschneiden, wie das zustande kommt. Weil Malaysia ist ja jetzt nicht gerade das reichste Land der Welt, mal so gesagt. Gut, die sind jetzt auch nicht, ne? Jetzt dritte Weltland oder so, das ist ja so ein Schwellenland, ne? Aber was machen die anders, dass die da so gut abschneiden? Moment, wenn ich kurz dahin klicke. Ich will mal wissen, wer da so regiert. Ob man das daran erkennen kann. Was haben die denn da? Parlamentarisch links. Okay, schon mal eine linke Regierung. Das spricht schon mal dafür, dass die sich halt auch sehr dafür einsetzen, dass sie eine niedrige Armutslosenquote haben. Armutslosenquote? Nein, nicht Arbeitslosenquote. Armutsquote. Meine Güte, vermische ich zwei Dinge. Armutslos ist gut. Wir wollen eine hohe Armutslosenquote haben. Oh Mann. Ja. Wir haben. Unsere Forscher haben viel Platten in den Labors. Vielleicht etwas zu viel. Okay. Ich habe das Gefühl, dass Tobi, als er sich diesen Spielstand geschnappt hat, was in der Richtung gemacht hatte mit den Forschern, dass er irgendwie neue Forschungszentren gebaut hat oder sowas. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Oder dass er Forscher entlassen hat oder irgendeins von beiden. Ne, wahrscheinlich hat er die Infrastruktur dort ausgebaut in dem Bereich. Das könnt ihr mir eher vorstellen. Sieht auch ganz danach aus. Das wird es nämlich sein. Ich mache mir halt immer so ein bisschen Sorgen, weil ich den Eindruck habe, wenn die Labors leer sind, dann begegnen sich die Forscher quasi seltener und arbeiten weniger zusammen. Ich meine, da wird auch sowas in Erwähnung stehen, dass es schlecht ist,
wenn man zu viel Infrastruktur und wenig Forscher hat. Genauso wie es schlecht ist, wenn man zu viele Forscher hat und zu wenig Infrastruktur. Deswegen versuche ich das eigentlich immer, die Forschungszentren zu 100% auszulasten und halt nicht drüber hinaus und nicht drunter womöglich. Aber gut. Beitrittsgesuch von Alabanien. Was ist denn da los? Alabanien? Alabanien. Wie kommt das denn, dass das Land Alabanien heißt? Moment, heißt das wirklich Alabanien? Albanien. Hier steht Albanien. Komisch, dass da Alabanien steht. Oder ist das irgendwie, hat sich da so ein österreichischer Fußballer sein eigenes Land gegründet und versucht jetzt hier in verschiedene Organisationen reinzukommen? Das kann natürlich auch sein. Hat ja genug Geld dafür. Das wäre mal interessant. Naja, gut. Wie sehen die Zahlen aus? Die Inflation sinkt wieder. Was sagt das Wirtschaftswachstum? 2%, na gut, könnte besser sein, könnte schlechter sein. Wir haben Bevölkerungswachstum von 9,67%, 576 Millionen Einwohner, Schuldenemission. Hä? Defizit? Wieso das? Wir haben doch hier Überschuss von 100% angeblich, der auch ständig schwankt aus irgendeinem Grund. Und hier sagt es, unsere Verschuldung ging hoch. Das verstehe ich nicht so ganz. Das verstehe ich nicht. Wie können wir 100% Überschuss haben und trotzdem Verschuldung anhäufen, ohne dass wir jetzt irgendwas bauen oder sowas in der Richtung? Denn das tun wir ja gerade nicht, denke ich mal. Also so mein Stand, dass wir das nicht tun. Ich bin verwirrt. Schon wieder will sich jemand mit uns treffen, aber ich habe keine Lust auf Treffen mit anderen Leuten hier. Meine Güte. Eigenbrötler hier. Ich bin auch ganz zufrieden, wie es läuft mit uns hier alleine. Das Wirtschaftswachstum sinkt aber angeblich. Das ist ein bisschen schade. Ich frage mich, ob so ein Bevölkerungswachstum von 9% oder von 10% überhaupt möglich ist. Also nur durch Reproduktion sozusagen. Also, wenn ich das so überlege, man hätte jetzt angenommen, man würde starten ohne Bevölkerungswachstum. Man hätte eine Bevölkerung, gut, die USA haben jetzt eine Bevölkerung von 300 Millionen. Ja? Das gehen wir mal davon aus. 300 Millionen, damit starten wir. Und davon sind 150 Millionen Frauen. So, jetzt hat man natürlich Frauen, die zu jung sind und Frauen, die zu alt sind, um Kinder zu kriegen. Ja. Rechnen wir mal raus, dass es Frauen gibt, die keinen männlichen Partner haben oder dass es halt unfruchtbare Frauen sind und also diese Faktoren mal rausrechnen. Und rechnen wir raus, dass es schon verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich viele gibt. Gehen wir mal davon aus, von jeder Altersgruppe gibt es gleich viele. Dann hätten wir... Von welchem Bereich gehen wir denn mal aus? Bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren gehen wir mal davon aus. Von 80 Jahren. Und dass Frauen Kinder kriegen im Alter von... Ja, für Einfachheit sagen wir mal von 20 bis 40. So. Das hieße, Moment, wir hätten jetzt 20 bis 40, das sind ein Viertel von 80 Jahren Lebenserwartung. Das heißt, ein Viertel der 150 Millionen Frauen könnte höchst pro Jahr, sagen wir mal, höchstens ein Kind kriegen, ja? Gehen wir mal davon aus. Gut, man könnte, wenn man sich beeilt, ein bisschen schneller dran sein. Man könnte auch Zwillinge kriegen, aber gehen wir mal davon aus. Also ein Viertel, ne, diese 20 Jahre Abschnitt, das wäre ein Viertel, wenn alle Gruppen gleich vertreten wären. Und Viertel von 150 Millionen. Das wäre von
100 Millionen wäre das 25 Millionen von den 50 Millionen wären das nochmal 12,5. Das heißt, es wären bei 37,5 Millionen. Das heißt, 37,5 Millionen Kinder pro Jahr. Das wären von 300 Millionen, ja, mehr als 10%. Ich weiß jetzt nicht, wie meine Überschlagung, wie realistisch die im Endeffekt ist. Ja, aber angenommen, alle Frauen würden Kinder kriegen wollen. Und zwar so viele wie möglich, durch was auch immer, welche Gründe. Aber gehen wir davon aus, alle Frauen würden so viele Kinder kriegen wollen wie möglich. Dann könnte man wohl, wenn meine Überschlagung nicht zu realitätsfern ist, ne, gesetzt den Fall, dass halt, wie gesagt, alle Frauen das grundsätzlich wollen, wovon man natürlich nicht ausgehen kann, weil das halt nicht alle wollen. Aber wenn es halt so wäre, davon gehen wir aus, dann, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie realistisch meine Überschlagung ist, aber gesetzt den Fall, wäre ein Bevölkerungswachstum von 10% wohl möglich. Gut, ist halt die Frage, wie lange man das anhalten kann, dass dieses Bevölkerungswachstum. Denn die neuen Kinder, die auf die Welt kommen, die sind ja nicht sofort fruchtbar. Die brauchen ja auch noch ihre 20 Jahre. Gut, halt mindestens, sagen wir mal, mindestens 15 Jahre, aber gehen wir jetzt mal nicht davon aus, dass es so früh losgeht. Aber halt, sagen wir mal, 20 Jahre brauchen die, um halt selbst Kinder zu kriegen. Das muss man jetzt auch noch einberechnen. Und das ist mir so ein bisschen kompliziert, das jetzt im Kopf zu machen, diesen Faktor. Aber grundsätzlich wäre wohl ein... Ich meine, es ist ja auch so, dass theoretisch noch Frauen über 40 können ja auch noch Kinder kriegen. Und Frauen unter 20 können auch Kinder kriegen. Ja. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt empfohlen, allzu früh, aber möglich ist es. Genau wie es nicht unbedingt empfohlen ist, im hohen Alter nochmal Kinder zu kriegen. Aber wer die Entscheidung trifft, der trifft sie. Oder die trifft sie, wie auch immer. Also wäre vielleicht sogar noch mehr möglich, so gesehen. Gut, ne? Aber wie gesagt, dann gibt es halt wieder Faktoren, dass halt nicht alle Frauen fruchtbar sind. Es gibt den Faktor, dass nicht alle Frauen einen männlichen Partner haben. Es gibt den Faktor, dass nicht alle Frauen wollen. Das ist wohl der wichtigste Faktor. Also, ne, man will vielleicht mal so 1, 2, 3 Kinder haben und dann ist auch gut. Ich denke mal, die wenigsten wollen noch mehr haben. Kann ich mir halt nicht vorstellen, dass man viel mehr Kinder haben will. Aber wenn die Politik entsprechende Schritte Wege einschlägt, wie auch immer, vielleicht will die Durchschnittsfamilie dann ja auch mehr Kinder haben. Als 3, 4 oder sowas, sondern halt einfach so viel möglich. Wenn man sich vorstellt, dass man, so viel Kindergeld kriegt, dass man damit quasi nicht mehr arbeiten müsste, theoretisch. Also angenommen, der Staat könnte sich das leisten. Dann hätte man vielleicht einen Ansporn geschaffen, damit man halt mehr Kinder kriegt, als man es eigentlich wollen würde. Weil die finanzielle Belastung halt nicht da ist und im Gegenteil sogar ein finanzieller Anreiz da ist, weil wenn man ein Kind kriegt, hat man auf einmal mehr Geld als vorher. So komisch es auch klingt. Bei uns ist es ja momentan so mit unserem Kindergeld. Aber ja, also vielleicht ist das dann tatsächlich gar nicht mal so unrealistisch. Aber ich weiß es nicht genau. Gut, so viel dazu. Ich denke mal, ich habe jetzt auch genug gequatscht und uns vorangeklickt. Und ich hebe mal die neuen Wirtschaftszahlen und alle möglichen Zahlen, die wir uns vielleicht angucken wollen, hebe ich jetzt als Cliffhanger für die nächste Folge auf. Ich sage Dankeschön fürs Dabeisein und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Wir schwören dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen. Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.